Die junge Südkärntner Band Effekt 3 trumpfte beim Eberndorfer Josefimarkt 2011 zum ersten Mal mit einem eigenen Partyzelt auf. In Kombination mit DJ Win und DJ Double D war eine geniale Partynacht bis in die frühen Morgenstunden vorprogrammiert. Von der Top-Stimmung konnte sich auch die amtierende Miss Kärnten überzeugen. Na, Josefimarkt bin ich zum ersten Mal. Ich war Bleiburger Wiesenmarkt schon ziemlich oft, aber Josefimarkt ist Premiere. Was sagst du zum Josefimarkt? Hat ja Potenzial? Ja, sicher, super Stimmung ist, im Zelt ist schon ganz warm und ja, taugt mir. Jetzt ist heute, weil du gerade das Zelt angesprochen hast, hier spielt heute Effekt 3, das ist eine ganz junge Band hier aus Völkermarkt, aus der Region. Wie gefällt sie dir denn? Also die Musik, ich habe leider vorher noch nichts von der Band gehört, aber die Musik gefällt mir total gut. Das überrascht wenig, ist doch Effekt 3 seit heuer zu viert. Stefan Jürtin ergänzt nämlich das Team fortan am Schlagzeug. Was sagen die Besucher zu dieser tollen Partystimmung? Meilenstein ist nicht so gut, da ist viel besser. Ich mache mehr Meilenstein, aber da war nicht so gut wie da, da ist spitze. Ja, das beste Zelt ist halt das Effekt 3 Zelt, das Bühnenbild, die Bühne, die Musik, die Getränke, alles super. Dem bleibt wohl nichts mehr hinzuzufügen. Ich wollte einfach etwas für eine Unterhaltungsgastronomie mehr oder weniger tun. Einmal haben wir gedacht, mit meiner Band machen wir alles zusammen. Also meine Band hat mich super unterstützt, meine Freunde. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir mir nach 2 Jahren so ein Zelt auf die Beine gestellt haben. Ja, wie ist die Stimmung heute? Wie würdest du es beschreiben? Ja, singst du ein Lied an, alle singen mit. Das ist perfekt. Sehr lieb,